Leute laufen hier rum. Stopp, hopp, hopp, hopp. Rund 500 Atomgegner versammeln sich auf der Europabrücke. Kritik an der Kurzlebigkeit von Protesten. Straßburg, Kiel. Das Alarmsignal des Megafons heult schrill und monoton über die Europabrücke zwischen Kiel und Straßburg. Hinlegen, hinlegen, brüllt der Mann mit französischem Akzent. Seine Gasmaske. Einige der knapp 500 deutsch-französischen Atomkraftgegner folgen der Aufforderung und breiten sich horizontal auf dem warmen Asphalt, auf dem sonst nur Autos und Lastwagen rollen, aus. Damit zeigen sie, dass Atomkraft aus ihrer Sicht gefährlich und tödlich ist. Am Ostermontag, der vom Bund für Umwelt und Naturschutz als deutschlandweiter Aktionstag gegen die Atomenergie ausgerufen wurde, blockierten nach Polizeiangaben Atomkraftgegner von Basel bis Kiel 10 Brücken. Symbolträchtig war 5 nach 12 die Europabrücke voller Anti-Atom-Demonstranten. In Kiel sollte besonders auf das Atomkraftwerk in Fessenheim aufmerksam gemacht und an die Opfer in Tschernobyl und Fukushima gedacht werden. Neben der Kreisgruppe Ortenau vom Bund organisierten unter anderem auch die Bürgerinitiative Umweltschutz Kiel und die Attack Offenburg sowie das französische Netz Satire du Nucléaire die Kundgebung. So wie die radioaktive Strahlung seien auch die Solidarität und der Protest grenzübergreifend. Atomkraft als Brückenenergie taugt nichts, ruft Bundmitarbeiterin Petra Rumpel von einer grünen Kiste herunter in die Menge auf der Europabrücke. Sie blockiert nur die Entwicklung erneuerbarer Energien. Trillerpfeifen setzen ein und Demonstranten bekunden ihre Zustimmung. Einer ruft: Atomkraft, stopp! Hopp, hopp, hopp! Und alle Demonstranten stimmen in den Sprechchor mit ein. Neuerdings wird uns jetzt vorgeworfen, dass wir Fukushima instrumentalisieren, setzt Rumpel von neuem in die bunte und bahnschwingende Menge an. Mit der Laufzeitverlängerung habe die Regierung die Menschen in diesem Land verraten und verkauft. Wir haben keinen neuen GAU gebraucht, um gegen die Atomenergie zu demonstrieren, schreit die Bundmitarbeiterin mit sich überschlagender Stimme den Protestlern zu. Die Atomkraft sei ein Verbrechen an der Menschheit, wieder Triller pfeifen und Sprechchöre. Die abschalten, abschalten fordern. Zum Gedenken an die Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren fordert Rémi Verdet vom französischen Netz Réseau Satire du Nucléaire zu einer Schweigeminute auf. Anschließend werfen zahlreiche Menschen Blumen in den Rhein. Verdet nimmt Bezug auf das Atomkraftwerk Fessenheim
Das sollte, wenn es nach der Meinung der Atomkraftgegner geht, sofort abgeschaltet werden. Die Betreiber kassieren den Profit und wir tragen das Risiko, so die Bund-Mitarbeiter. Wieder brandet Applaus auf. Dass das Thema Atomkraft alle angeht, bewiesen Lilly, Lotte und Melanie aus Willstedt, die AKWs aus Schokoschaumküssen zum Selbstkostenpreis verkauften. Die drei jungen Mädchen spendeten die eingenommenen 80 Euro dann direkt dem Bund. Viele Aktivisten sind sehr erfahren. Adolf Zittenpfennig von der Bürgerinitiative Umweltschutz etwa protestiert seit 25 Jahren gegen die Kernkraft. Die Katastrophen sind schlimmer gekommen als damals von Experten vorausgesagt, betont Zittenpfennig. Leider werde der Umweltgedanke oftmals von anderen Themen überlagert. Das sieht man an den Montagsmärschen in Kiel, erklärt er. Nach der Katastrophe in Fukushima waren es bis zu 120 Leute. Das flaue jetzt wieder ab. Viele wollen sich damit einfach nicht mehr belasten, meint Zittenpfennig. Die Polizei war zufrieden mit dem Protest. Es verlief alles friedlich. Die Autofahrer waren bis auf eine Ausnahme vernünftig, erklärte Pressesprecher Gerold Müller. Ich habe noch ein paar kleinere Artikel. Da fand ich eine Aussage besonders toll, und zwar erschien das in der Stuttgarter Nachrichten am 25.04. und ich möchte zitieren: Wir Atomkraftgegner sind stark, wir sind viele. Wir werden auf die Straße gehen, so lange, bis abgeschaltet ist, sagte Wolfram Schech, Chefbuch vom Bund der Bürgerinitiative Mittlerer Neckar. Außerdem, was mir noch gleich ins Auge gesprungen ist, was ich auch toll fand, war ein Artikel in der Bietigheimer Zeitung. Und zwar, etwa 10.000 Kernkraftgegner marschierten am Ostermontag vor GKN in Neckar-Westheim auf. Mit diesem Erfolg hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Etwa 10.000 Demonstranten forderten am Ostermontag vor dem Kernkraftwerk Neckar-Westheim den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Eine Überraschung selbst für die Veranstalter. Dem Demonstrationszug gegen Atomkraft am gestrigen Ostermontag von Kirchheim zum Kraftwerk Neckar-Westheim schlossen sich rund 10.000 Menschen an. Die aktuelle Katastrophe von Fukushima hatte viele besorgte Bürger mobilisiert. Schon das Fahnenmeer am Kirchheimer Bahnhof ist gegen 13 Uhr riesig. Das Aktionsbündnis aus vielen Verbänden und Tschernobyl 25 wartet noch auf weitere Aktivisten, die mit dem Zug eintreffen. Gerade jetzt nach der Atomkatastrophe in Fukushima sei der sofortige Ausstieg notwendig, fordert Wolfram Chefbuch vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar. Die Rabiatisten aus der Schweiz heizen mit ihrem Sound den Marschierern ein. Trommelwirbel. 1986 Tschernobyl, 2011 Fukushima. AKWs endlich abschalten, steht auf dem Transparent an der Spitze des Zuges. Ein Junge hält das Schild, Atom ist todsicher in die Höhe. Es sind viele junge Leute und Familien dabei, die abschalten, abschalten rufen. Mit Trillerpfeifen und Trommelwirbel geht es voran. Unser Zug ist riesig, freut sich Dr. Jörg Schmidt aus Stuttgart. Längst haben die Kirchheimer Brücke passiert, als noch Leute am Bahnhof stehen. Auf der Anhöhe hat das Aktionsbündnis Castor-Widerstand in Kirchheim 35 Holzkreuze mit schwarzem Trauerflor in den Rasen gesteckt. Sie erinnern an die 65 Beschäftigten des AKW Tschernobyl, die in den ersten 3 Jahren starben, erzählt Herbert Wirth. Polizeieinsatzleiter Jürgen Hamm aus Bietigheim geht zunächst von 5.000 Demonstranten aus. Zum Schluss der Kundgebung erhöht er auf 6.000. Es sind junge Leute wie Noemi aus Tübingen dabei, die ein Zeichen gegen die Atomkraft setzen wollen. Aber auch ältere Teilnehmer, wie eine Frau aus Tram, die seit den 70er Jahren gegen Kernkraft ist. Es ist allerhöchste Zeit, dass sich viele Leute engagieren. Der große Parkplatz vor den GKN-Toren ist bei der Abschlusskundgebung voller Menschen. Energieexperte Henrik Paulitz fordert, die Lehren aus Tschernobyl und Fukushima zu ziehen. Das muss zur dauerhaften Abschaltung aller Kraftwerke führen. Die Forderung der Demonstranten vor dem Haupttor des ältesten GKN 1 und des jüngsten GKN 2 vom Kernkraftwerk. Keine Kompromisse mehr, sofort alle AKW abschalten, denn, so will, Atomanlagen sind nie sicher und ihr Betrieb ist unverantwortlich.
Besonders ergreifend war ein Auftritt der jungen weißrussischen Atomkraftgegnerin Lena, namens der vielen Tschernobyl-Kinder, die heute als Folge des Reaktorunfalls 1986 krebskrank sind, unter Schilddrüsenkrankheiten leiden oder den Verlust der Eltern verkraften müssen. Mit einer Schweigeminute wurde im Anschluss an ihre Schilderung der Leiden der Opfer von Tschernobyl und Fukushima gedacht. Ein Sprecher des Vereins Kinder von Tschernobyl forderte danach: Was wir jetzt brauchen, das ist ein Protest-Tsunami. Ehe ich nun jetzt den Herrn Marwein auf die Bühne bitte, habe ich, ja okay, dann zuerst, ja, nee, ich habe... Die Bühne hat sich sicher noch einigermaßen verkraften, aber Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima und jetzt tut sich wohl noch ein anderes Atomkraftwerk in Tsuruga oder so ähnlich, in Japanisch bitte ich nachzusehen, an der Westküste auch als weiterer Problem-Atommeiler. Auch hier wiederum ist TEPCO, die berühmt-berüchtigte Unternehmung, beteiligt. Man wird abwarten, das ist eine ganz neue Information von heute Nachmittag, was sich da tatsächlich tut. Tatsächlich sollen seit Wochen Radioaktivitäten austreten. Also nach Fukushima, jetzt auf der Westseite von Tokio, 350 Kilometer von Fukushima weg, eine neue Situation. Soweit mal die Aktualität. Danke. Ist für uns alle klar, dass vieles von dem, was uns normalerweise beschäftigt, ein ganzes Stück zurücktritt. Und dass wir einfach an die Menschen denken, an die Opfer denken, dass wir sagen können, dass uns das in Deutschland nach menschlichem Ermessen nicht beeinflussen wird, aber dass dies natürlich eine ungewöhnlich, außergewöhnlich schwierige Situation ist. Wir glauben, so schrecklich das in Japan ist, dass wir für Deutschland eine Betroffenheit und Auswirkung praktisch ausschließen können, wegen der großen Entfernung und wegen der Wind- und Wettersituation, wenn Radioaktivität freigesetzt wird, und es wird ja schon in einem gewissen Maß Radioaktivität freigesetzt, dann wird sie in südöstlicher Richtung auf den Pazifik getrieben und nicht aufs Festland in westliche Richtung. Das ist natürlich heute für uns auch eine sehr schwere Situation. Wir wollen ja nicht dieses grauenhafte Unglück, diese Katastrophe jetzt mit einer politischen Debatte in Deutschland verknüpfen. Aber wir fordern, dass so schnell wie möglich aus der Atomenergie ausgestiegen wird, dass so schnell wie möglich abgeschaltet wird. Trümmer, soweit das Auge reicht. Japan, einen Tag nach dem verheerenden Tsunami. Aus der Luft ist das Ausmaß der Katastrophe am besten zu erkennen. Ministerpräsident Naoto Kan verschafft sich einen Überblick über die Schäden und gibt kurz danach seine Anweisungen. Wir werden unser Bestes tun, um alle Menschen, die überlebt haben, zu retten und auch jenen zu helfen, die noch isoliert sind. Vor allem heute kommt es auf jede einzelne Minute an. Wie viele Menschen unter den Trümmern verschüttet sind, ist völlig ungewiss. Allein in der Hafenstadt Minami-Sanriku werden 10.000 Menschen vermisst. In die meisten Gebiete sind noch keine Rettungskräfte vorgedrungen. Große Teile der Infrastruktur sind zerstört. Selbst Züge hat es von den Gleisen gerissen. Diesen Personenzug hat das Wasser durch die Gegend gewirbelt, als sei er Spielzeug. Auch die Schienen teilweise weggespült. Das Gleiche gilt für Straßen und Brücken. All das erschwert die Rettungseinsätze. Etliche Gebiete sind nur aus der Luft zu erreichen. Mit Helikoptern überfliegen Rettungskräfte das Küstengebiet und kommen jenen zu Hilfe, die von Schutt und Geröll eingeschlossen sind. Am Boden arbeiten regionale Rettungsteams. Sie suchen die Trümmerlandschaft nach Überlebenden ab und bringen die Menschen in Sicherheit. Nur raus aus dem Chaos. Neben einigen wenigen Einsatzkräften und Hubschraubern ist kaum Hilfe zu sehen. Das Katastrophengebiet wirkt wie ausgestorben. Nur vereinzelt erblickt man Menschen, die versuchen, sich ein Bild von der Lage zu machen. Zwischen den Trümmern dessen, was einmal ihr Zuhause war.
Es gibt keine Worte, mit denen man das hier beschreiben kann. Wir müssen jetzt einfach handeln. Die unglaubliche Gewalt, mit der das Wasser auf die Küstenstädte traf, zeigen Bilder aus Kamaishi und Kensenuma. Die Flutwelle reißt fast alles mit sich, auch Autos und Lastwagen. Selbst Häuser können dem Druck nicht standhalten, fallen einfach in sich zusammen und versinken in den Fluten. Einer Naturgewalt wie dieser stehen die Menschen völlig hilflos gegenüber. Das Wasser kam ganz plötzlich. Es hat auf dem Weg ins Landesinnere alles mitgerissen. Und dann kam es wieder zurück. Nicht nur das Wasser hat schwere Schäden angerichtet. An vielen Stellen sind Brände ausgebrochen. Selbst am Morgen noch schlagen die Flammen aus Fabrikgebäuden und Ölraffinerien. Auch die Stadt Ofunato ist schwer zerstört. Hier versammelte sich am Morgen eine Sondereinheit des Militärs. Die Soldaten bekommen letzte Anweisungen. Sie sollen das Gebiet durchkämmen und nach Menschen suchen, denen man noch helfen kann. Jetzt sind wir am Ende angelangt wieder. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich noch bei euch bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Auch beim Herrn Marwald, dass er den Weg gefunden hat, hierher zu kommen. Extra aus Offenburg gleich mit dem Zug angereist, das finde ich toll. Also danke. Dann einen großen Dank an die Band, die kurzfristig hier gesagt hat, sie spiele hier. Ja, ich wollte noch vorab schon mal was sagen. Ja, dann danke an dich, dass du hier wieder deine Videoaktion startest. Das ist auch wieder ganz toll, können wir das Video wieder posten. Ja, okay, gut, dann sehen wir uns nächste Woche und schön, dass ihr da wart. So, bevor jetzt die Musik gleich wieder losgeht, will ich mich natürlich bei der Jessica recht herzlich wieder bedanken. Sie hat, finde ich, wirklich ganz, ganz toll moderiert. Zwischenzeitlich wird sie so ein richtiger Profi und ich einfach, sie hat jetzt auch einen richtigen Applaus verdient. Schön, wenn junge Leute sich einfach für gute Dinge so engagieren und deswegen nochmal Jessica, vielen, vielen Dank. Jetzt möchte ich noch ganz zuletzt nochmal darauf hinweisen, wir gehen nach der Veranstaltung, also das heißt nach der Musik, rüber in den Ratskeller, um einfach wieder Pläne zu schmieden, um einfach für unsere nächste Aktion auch wieder hier Eckpunkte zu setzen. Jetzt gerade diese Aktion letzte Woche in Kiel am Ostermontag, da waren sehr, sehr viele von Aachen dabei. Der Erdin ist in der ARD gekommen. Erdin, mach mal kurz die Hand hoch, dass wir wissen von unserem Star, wo in der Nachricht war. Und ich denke einfach, das war jetzt so ein kleines Schmankerl und einfach nochmal Dank an euch. Wie gesagt, wäre schön, wenn noch ein paar mit in den Ratskeller gehen. Und danke für euer Kommen. Wir sind vielleicht nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber ich denke einfach durch diese Unterbrechung, vielleicht medienmäßig, ist bisher Voranzeige nichts rübergekommen. Aber ich denke, ab nächste Woche sind wir wieder voll dabei. Und das heißt, dass wir immer weiter montags hier am Rathausplatz stehen. Danke nochmal.